Das Spannende in der Zahlentheorie ist, sich zu überlegen, wie sieht es eigentlich mit den Restklassen aus? Also wenn ich die Menge Zm habe, Z4 zum Beispiel, also wenn ich immer modulo 4 rechne und ich nehme eine Operation dazu, beispielsweise die Addition, ist das dann eine Gruppe? Ist das für alle Module eine Gruppe oder nur für bestimmte und so weiter? Das sind die Fragen, die man sich in der Zahlentheorie stellt. Und das machen wir mal kurz an einem Beispiel. So, wir beschäftigen uns also mit Restklassen und Gruppen bzw. Halbgruppen. So. Gucken wir uns mal erst ein Beispiel an. Ja, schauen wir uns mal folgende Struktur an. Wir nehmen die Menge der Restklassen modulo 4. Also, wir haben uns gestern darauf geeinigt, wir schreiben Z4 verknüpft mit der Restklassenaddition. Und wir machen es uns gleich mal an dem Beispiel noch deutlicher, nämlich indem wir das machen, was wir auch gestern schon gemacht haben. Wir schreiben uns mal die Verknüpfungstafel auf. Also, Verknüpfungstafel sagt man auch ganz allgemein in der Algebra. Wenn wir jetzt hier alle möglichen Elemente aufschreiben, die 0, die 1, die 2 und die 3, so. Und die verknüpfen wir jeweils mit allen. Ne? Also alle werden mit allen verknüpft. Warum macht man das? Bei endlichen Mengen kann man das machen. Ne? Z4 ist eine endliche Menge, gibt es nur 4 Elemente drin. Da kann man einfach mal eine Verknüpfungstafel aufschreiben. Bei den natürlichen Zahlen wäre das schwierig, weil es sind unendlich viele Elemente, da sind sie ein bisschen beschäftigt. So. Also, wir machen es hier, für endliche Mengen kann man so eine Verknüpfungstafel aufschreiben. Denn bei den Axiomen wird ja häufig gefordert für alle A, B, die irgendwie miteinander verknüpft werden. Und ja, dann bei etlichen Mengen kann man sich einfach mal alle Verknüpfungen aufschreiben. So, da haben wir gestern schon festgestellt, also die 0 verknüpft mit der 0, ergibt die 0 und die 1, 0 plus 1 gleich 1. Wenn ich jetzt spreche 0 plus 1, meine ich immer die Restklassen. Ja, ich will nicht immer sagen die Restklasse 0 plus die Restklasse 1 und so. Irgendwann werden wir auch mal aufhören, die Striche da oben drüber wegzulassen. Aber jetzt machen wir es erst nochmal. So, 2 plus 0 ist 2, 2 plus 1 ist 3, 2 plus 2 ist 0, ne? 2 plus 3 ist 1. So, 3 plus 0 ist 3, 3 plus 1 ist 0, ne? Modulo 4 immer gerechnet, 3 plus 2 ist 1 und 3 plus 3 ist ja eigentlich 6 und 6 ist in der folgenden Restklasse, nämlich in der Restklasse der 2. So, okay. Jetzt überprüfen wir mal, ob dieses Ding eine Gruppe ist. Fangen wir mal mit der Halbgruppe an. Ist die Restklassenaddition in Z4 abgeschlossen? Woran kann ich das sehen in einer Verknüpfungstafel? Ja? Dass nur diese Elemente vorkommen, die auch in der Restklasse kommen. Genau. Ich wiederhole wieder laut, dass nur die Elemente als Ergebnisse vorkommen können, die auch in der Restklassenmenge drin sind. Ne? In Z4 sind die Elemente 0, 1, 2, 3 drin. Hier stehen die Ergebnisse. Hier in der Mitte, also hier in der Tafel, stehen die Ergebnisse, alle möglichen Ergebnisse, die rauskommen können. Und es kommt nur 0, 1, 2 oder 3 raus. Es kommen exakt die Elemente raus, die in Z4 sind. Sie finden hier nirgendwo ein Element, sowas wie ein Halb oder so, ja, was nicht in der ursprünglichen in der Trägermenge drin ist. Man sagt Trägermenge. Also abgeschlossen. Check. Gilt die Assoziativität? Kann man sowas hier sehen? Ich warte Ihnen, das wird kompliziert. Also bei dieser Tafel hier kann man nicht wirklich direkt die Assoziativität ablesen. Mit der beschäftigen wir uns gleich nochmal allgemein. Aber Sie können sich vorstellen, dass wenn Sie Restklassen miteinander addieren, ist assoziativ. Das beweisen wir aber auch gleich nochmal. Assoziativität ist so ein bisschen ein schwieriger Fall. Den kann man bei so endlichen Mengen in der Verknüpfungstafel nicht direkt erkennen. Naja, okay, aber ist assoziativ, können wir uns vorstellen, wenn wir, ne? So oder so verknüpfen erstmal funktioniert.
Wir addieren ja immer und bilden letztlich am Schluss den Rest. Und ob ich erst so rum addiere oder so rum addiere, ist egal. Okay, jetzt, also es handelt sich um eine Halbgruppe. Da sind wir schon mal auf der sicheren Seite. So, was ist denn das Neutralelement? Gibt es ein Neutralelement und woran kann ich das in der Verknüpfungstafel erkennen? Ja? Die Restklasse 0 ist das Neutralelement. Genau, die Restklasse 0 ist das Neutralelement. Weil, woran sehe ich das? Immer wenn ich die Restklasse 0 irgendwo hinzuaddiere, habe ich wieder die Ausgangsklasse, die ich hatte. Genau. Immer wenn ich die 0 irgendwo dazu addiere, erhalte ich wieder das Ausgangselement. Ne? Hier addiere ich die 0 von links an alle Elemente ran und ich kopiere einfach die Zeile hier rein. Es ändert sich nichts an den Elementen. Wenn ich die 0 von rechts dran addiere, ändert sich auch nichts. So, das heißt, die 0 ist unser Neutralelement, haben wir auch ein Neutralelement gefunden. Wie sieht es mit inversen Elementen aus? Jetzt müssen wir ja für jedes Element ein inverses Element finden. Woran kann man das in der Verknüpfungstafel sehen? Ja. Achso. Ja, genau. Sehr schön. Die 0 ist in jeder Zeile zu finden und in jeder Spalte zu finden. Also kommt die 0 immer für jedes Ausgangselement mal raus. Egal, ob ich es von rechts oder von links dieses Element ran. Rechne, ne? Also für die 0 ist die 0 das Neutralelement von rechts. Für die 1 ist es die 3, für die 2 ist es die 2 und für die 3 ist es die 1. Genauso umgedreht. Ne? Jetzt kam die 0 in jeder Zeile vor und wenn ich jetzt von hier betrachte, kommt die 0 auch in jeder Spalte vor. Das heißt, es gibt zu jedem Element ein inverses Element. Das heißt, wir haben eine Gruppe. Z4 mit der Addition ist eine Gruppe. Ist es auch eine kommutative Gruppe? Woran kann ich das sehen? Ja? Wenn ich jetzt oben gucke bei 1 bis 3, also das ist 1 bis 3 kommt die 0 raus, dann wenn ich da unten gucke, 3 plus oben 1 kommt auch die 0. Genau, das haben Sie ein Beispiel genannt. Ne? 1 plus 3 gleich 3 plus 1. An Beispielen können wir uns natürlich nicht sozusagen, das wäre jetzt noch nicht der Beweis. Ne? Sieht jemand, aber es, genau, das ist sozusagen ein Beispiel gewesen, noch ein ähnliches Beispiel, oder woran kann man das insgesamt an der Struktur erkennen? Ja? An der Tabellenstruktur. Wie denn da? Ist es ja egal, ob es das obere mit dem unteren addiert oder das untere mit dem oberen. Ja. Also uns die Form ergibt es schon. Die Form ergibt es, man könnte es fast schon sehen, aber was ist denn das Besondere an dieser Form? Das sind zwei Symmetrien. Einmal so die 3 als Diagonale, 3er. Ah, diese hier? Nee, ne? Ist keine Symmetrieachse. Genau. Die Tafel ist symmetrisch bezüglich dieser Diagonalen. Sie können daran spiegeln. Was nichts anderes bedeutet, als jeweils bei zum Beispiel bei der 1 und bei der 3 zur 3 und zur 1 zu gehen. Ne? Um bei Ihrem Beispiel zu bleiben. Also, die Gruppe, also die Gruppe ist sogar kommutativ, denn sie lässt sich an dieser Diagonalen hier spiegeln. Daher handelt es sich sogar um eine kommutative Gruppe. Also Z4 mit der Addition ist eine kommutative Gruppe. So, jetzt Frage, ist Zm, also jeder beliebige Modul mit der Addition eine Gruppe? Egal welche natürliche Zahl m ich nehme, ohne die 0 natürlich, ja, also ab der 1, egal welches m ich nehme, ist das eine Gruppe. So, das sieht man jetzt nicht auf den Anhieb, das muss man beweisen und das machen wir jetzt. Wir beweisen folgenden Satz. Die Struktur Zm mit der Restklassenaddition ist eine abelsche oder kommutative Gruppe. Was müssen wir zeigen allgemein? Naja, wir müssen erstmal zeigen, dass die
vier Gruppenaxiome gelten und dass zusätzlich auch noch das Kommutativgesetz gilt. Na, fangen wir mal an. Beweis. Fangen wir mit der Abgeschlossenheit an. Na? Ich nehme mir zwei beliebige Elemente aus Zm, also zwei beliebige Restklassen, sagen wir mal A und B, und ich addiere die. Wie hatten wir die Restklassenaddition definiert? Das kann man an der Stelle nochmal ganz gut wiederholen. Wir haben gesagt, wir addieren A und B in den ganzen Zahlen und bilden davon die Restklasse. Also diese Addition der Restklassen ist das gleiche wie, also was kommt da raus? Ich nehme die ganzen Zahlen A und B und bilde davon eine Restklasse. So, naja, das heißt, es kommt wieder eine Restklasse raus. Ich kann bei diesen ganzen Zahlen, die hier unten drunter stehen, kann ich die Summe bilden in ganzen Zahlen und dann kann ich die Restklasse dieser ganzen Zahl bilden. Es kommt eine Restklasse aus Zm raus, geht gar nicht anders. Das heißt, check. Abgeschlossenheit gilt. Kommt nicht irgendwas anderes raus, kommt eine Restklasse raus. Modulo m. So, nächstes Gesetz. Assoziativität. Wir müssen zeigen, dass A plus B plus C das gleiche ist wie A plus B plus C. Was könnte man hier jetzt machen? Das glaube ich, wo wir rauskommen müssen, ne? Umgeklammert, umgeklammerter Ausdruck. So, wie können wir vorgehen? Ja? Wir brauchen immer jeweils einen langen Strich. Also wir müssen einmal die Definition anwenden für die Restklassenaddition. So. Das heißt, machen wir es einmal langsam hier. Das ist A plus, ich nehme die ganzen Zahlen B plus C und bilde die Restklasse als erstes. Und jetzt als nächstes machen wir es wieder. Ne? So. Das heißt, jetzt muss ich diese ganze Zahl nehmen und diese ganze Zahl, ich habe ja die hier zuerst gebildet und dann erstmal addieren. Das ist das gleiche wie A plus B plus C und davon die Restklasse. Ich nehme diese beiden Elemente, da habe ich ja schon das Ergebnis, deswegen habe ich sie unten drunter geklammert und dann wird A dazu addiert. Jetzt bin ich unter dem Strich in den ganzen Zahlen. Und in den ganzen Zahlen weiß ich, die Assoziativität gilt. Das heißt, hier kann ich die Gesetze der ganzen Zahlen anwenden. Ich kann jetzt hier unten umklammern. Ich weiß, in den ganzen Zahlen gilt das Assoziativgesetz. Wenn wir zum Beispiel das Ganze wieder rückwärts. Total easy. Das ist A plus B plus C. Ich wende die Definition in Anführungszeichen rückwärts an. Ne? Und das ist das. So. Check. Völlig egal, welche A, B und C ich genommen habe. Die sind natürlich immer fest, aber beliebig. Ne? A, B, C fest, aber beliebig. Und dann kann ich hier so schön in einer Zeile Assoziativität zeigen. Da hätte man es nicht gesehen. Hier haben wir es allgemein gezeigt für alle Zm. Fertig. So. Neutralelement. Wir müssen in Zm ein Neutralelement finden. Das machen uns die Zms einfach bezüglich der Addition. Was ist das Neutralelement bezüglich der Addition? Immer die 0. Ne? Immer die Restklasse 0. So. Ja, wir wissen, A plus 0 ist dasselbe wie, na, kann man es mal ausführlich machen, A plus 0, ne? Definition angewendet, ist dasselbe wie A. Und das ist dasselbe wie 0 plus A. A ist dasselbe wie 0 plus A. Jetzt kann ich auch hier die Definition rückwärts anwenden. So. Check.
Jetzt wird es noch ein bisschen kniffliger. Also vielleicht schreibt man noch hin, 0 ist Neutralelement oder so. Na ja, gut. So. Wenn ich ein Element A habe, was ist denn das Inverse zu A? Können Sie das allgemein formulieren? Ja? A'. Okay. Ja, ja. Also das ist natürlich jetzt oben mit dem Querbalken. Damit ist übrigens keine Restklasse gemeint da oben, sondern einfach so eine allgemeine Beschreibung für Invers. Ne? Genau. Aber noch konkreter, bei ZM, und ich habe das Element A. Minus A? Ja, kann man sagen. Okay. Andere Alternative? Na, was ist hier das Inverse zu 1? 3. 3, wenn Sie 1 und 3 und 4 haben, wie können Sie aus der 1 die 3 kriegen? Ja? Genau, m minus a. Ne? Also, ich behaupte jetzt, zu a, oder wir behaupten, zu a ist m minus a invers. Wie kriegen wir es raus? Wir müssen a mit m minus a verknüpfen, mit der Verknüpfung hier Restklassenaddition, und es muss das Neutralelement rauskommen. Probieren wir mal aus. A verknüpft mit seinem Inversen m minus a ist gleich. Ja, Definition anwenden, der Restklassenaddition a plus m minus a. Hier unten bin ich in den ganzen Zahlen. A plus m minus a ist m, ja, und die Restklasse von m ist dieselbe wie die Restklasse von 0. Und das Ganze kann man auch wieder rückwärts machen, ne? Das ist dasselbe wie m minus a plus a, das ist das gleiche wie m minus a plus a. So ganz egal, von welcher Seite Sie das Inverse ran verknüpfen, es bleibt immer das Neutralelement übrig. So. Kommutativität, wir haben ja gesagt, das ist eine abelsche Gruppe. Also mit diesen vier Axiomen ist eine Gruppe. Fertig, check, Gruppe. Jetzt wollen wir zeigen, dass es eine kommutative Gruppe ist. Okay, und das ist jetzt mega einfach. Das mache ich im Schnelldurchgang, oder? Egal welche Elemente ich nehme, A Restklassenaddition mit B ist dasselbe wie A plus B und dann die Restklasse. Jetzt bin ich da unten in den ganzen Zahlen, da gilt das Kommutativgesetz, ist gleich B plus A, das ist dasselbe wie B plus A, check. So, jetzt haben wir bewiesen, allgemein für alle ZMs mit der Addition ist eine kommutative Gruppe. Super. Frage? Ja? Wie ist denn das bei dem Neutralelement und dem Inversen? Müsste man da noch zeigen, dass es nur ein Neutralelement gibt? Interessante Frage. Muss man zeigen, dass es nur genau ein Neutralelement gibt und genau ein Inverses für ein Element? Nein, muss man nicht. Sondern man zeigt, es existiert mindestens ein Neutralelement und es existiert zu jedem Element mindestens ein Inverses. Man kann, und das ist der Vorteil von so algebraischen Strukturen, man kann direkt aus diesen Axiomen ganz allgemein, ohne konkrete Struktur beweisen, dass, wenn diese Axiome gilt, dann kann es nur ein Neutralelement geben. Genau eins. Highlander, es kann nur einen geben. Genauso, es kann exakt nur ein inverses Element zu einem Element geben. So, das ist der Vorteil von algebraischen Strukturen. Sie können das nur auf Basis der Axiome beweisen. Das heißt, auf Basis der Axiome können Sie jede Menge Dinge beweisen, die für alle Gruppen gelten. Wenn Sie dann eine Struktur haben wie Z4 und Plus, dann müssen Sie nur zeigen, dass die vier Axiome gelten, dass es also eine Gruppe ist, und damit gilt für diese Struktur all das, was jemals irgendjemand über Gruppen bewiesen hat. Das ist der Vorteil. Ja? Sie müssen also nicht immer für jede konkrete Gruppe alles Mögliche nochmal neu beweisen, sondern Sie müssen die vier Axiome zeigen, dass die gelten. Damit gilt alles, was aus den vier Axiomen herleitbar ist.
Das ist sozusagen die Schönheit der Algebra in der Mathematik, weswegen man die Algebra auch als die Königsdisziplin in der Mathematik bezeichnet. Abstrakter geht's nicht, könnte man auch sagen. Okay, so, jetzt habe ich wieder eine kleine Aufgabe für Sie. Und zwar, jetzt sind wir hier mit ZM und der Restklassenaddition zufrieden. Ne? Jetzt schauen wir uns mal folgende Strukturen an. Restklassen bezüglich M oder Modulo M und die Restklassenmultiplikation. Suchen Sie sich mal ein paar Beispiele aus. Z4, Z5 zum Beispiel. Ja, machen Sie vielleicht mal mit Z4 und Z5. Und untersuchen Sie mal diese Strukturen, können Sie auch die Tafel hinmachen gleich, ne? Ob es sich dabei um eine Gruppe oder Halbgruppe oder gar nichts von beiden handelt. Okay.